Das Max-Vollmer-Labor gehört zur physikalischen Chemie an der TU Berlin. Hier, benannt nach dem Chemiker Max Vollmer, der in der physikalischen Chemie vor allem zur Reaktionskinetik geforscht hat, können wir nun unsere wissenschaftliche Tour beginnen. Habt ihr euch nicht auch schon gefragt, wie eigentlich die Atome und Moleküle, die Bausteine der Materie aussehen? Das können wir mit dem Auge gar nicht sehen. Aber mithilfe der Spektroskopie schießen wir mit einem gepulsten Laser auf diese Proben und lernen dann über die Bewegung der Moleküle mit Spektren. Für die ganz kleinen Sachen brauchen wir natürlich ein Mikroskop, zum Beispiel wenn wir uns einzelne Zellen angucken wollen. Ich gebe mal etwas Kontrastmittel dazu, damit wir die Zellen auch besonders gut sehen können. Zum Glück können wir das auch auf der Kamera anschauen und noch weiter vergrößern. Seht ihr die tollen Ringe? So eine krasse Zentrifuge kann sich in der Sekunde mehrere hundert Mal drehen und erzeugt dann Beschleunigungen, die dem Tausendfachen der Erdbeschleunigung entsprechen. Damit kann man natürlich einzelne Proteine aus Bakterien abzentrifugieren. Proteine wachsen in gentechnisch veränderten Bakterien und die züchten wir hier in so einem Schüttler. Die Bakterien erzeugen nämlich das Protein in ihrem eigenen Körper und wir schütteln das den ganzen Tag, bis so ein Erlenmeyer-Kolben voller Bazillen ist. Die Bakterien habt ihr ja schon gesehen, aber hier züchten wir noch krasse Algen. Und die haben dann so verrückte Namen wie Chlorella, Hong de Chloris.